Nur weil ich mich jetzt sexy präsentiere, bin ich kein schlechtes Vorbild. Schwangere Frau, die einen One-Night-Stamp in der Haus nimmt, ich fänd's schlampig. Hängetitten, oh, mir wird schlecht, ich brauch Cognac. Das gehört ins Schlafzimmer, das kannst du im Schlafzimmer. Okay, also. You won't do the same. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Sexy Mama. Heute zeige ich mich halt nackt. Oh mein Gott. Tja, ist man also seinen Kindern eigentlich ein schlechtes Vorbild oder darf man sich als Mutter auch mal reizvoll präsentieren? Das genau werden wir heute klären. Schlampig rumlaufen muss keiner haben. Eure Titten und Ärsche will doch keiner sehen. Ich meine, auch wenn man 55 ist, man muss sich doch nicht einbuddeln. Geht's noch? Als Mutter sollte man einen Gang runterschalten. Ich werde mich in Grund und Boden geschämt. Pornodarstellerin und Mutter, geht's noch? Es sind immer die Kinderleidtragenden und das ist das, was ich verurteile. Hier ist Angie! Das ist jetzt aber wirklich ganz mutig. Also, du siehst toll aus, Angie. Du bist im 7. Monat schwanger. Genau. Für viele Frauen ist es ja so, gerade wenn man schwanger ist, dann verschiebt sich so ein bisschen die Wahrnehmung. Also, dass man sich nicht mehr so gerne nackt zeigen möchte, obwohl das ja sehr süß aussieht mit deinem Bäuchlein. Gerade 7. Monat ist eigentlich die schönste Zeit, auch optisch, finde ich, schwanger. Hast du nie Bedenken gehabt, dich so zu zeigen als Schwangere? Gar nicht. Ich finde, gerade als Schwangere hat man eine gute Ausstrahlung. Ja, gibt aber trotzdem, weiß ich, dass viele sich da, dass sie sagen, eine werdende Mutter muss sich besonders bedeckt zeigen. Finde ich gar nicht. Also man ist ja stolz, dass man schwanger ist, ein Kind bekommt. Und wenn man seinen Bauch präsentiert, zeigt man es ja auch, hey, schaut her, ich werde Mama. Findest du denn, dass Mütter automatisch anders mit dem Thema Nacktheit umgehen sollten als Nichtmütter? Finde ich überhaupt nicht. Also solange man jetzt nicht komplett nackt ist oder seinen Körper verkauft, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Sag mal, und Thema Sex, also das ist ja auch nochmal so ein ganz spezielles Thema, gerade bei Schwangeren. Finde ich eigentlich, ist keinerlei Problem. Also solange das mit dem Arzt geklärt ist, dass keine gesundheitlichen Probleme vorliegen, jeder Mensch hat seine Bedürfnisse. Okay, also du sagst, für dich gibt es nicht einen einzigen Grund, irgendwas anders zu machen als vor der Schwangerschaft? Ja? Also in meinem Fall schon, weil ich rauche nicht, ich trinke nicht, von daher. Okay, also das gesundheitsmäßig muss man natürlich schon drauf achten. Das würde ich auch schlimm finden sonst. Ja, aber du hast doch auch eine Verantwortung. Ich meine, du kriegst jetzt ein Kind und ich meine, du wirst dich dann bestimmt auch weiter noch sexy präsentieren wollen, aber ich finde, das gehört ins Schlafzimmer, weil wenn du das deinem Kind vorlebst, dass du sexy rumrennst und du ein 12-jähriges kleines Mädchen dann zu Hause hast, das macht dir nach und weiß gar nicht, welche Signale sie damit sendet. Und es laufen leider wirklich Gottes genug Perverse draußen rum. Und stell dir vor, du hast eine Tochter, die ist 12, zieht sich einen Minirock an und zieht sich dann auch sexy an, sag ich mal, so wie du. Und ich finde, das gehört ins Schlafzimmer, weil sie hat gar keine Ahnung, welche Signale sie damit sendet. Und stell dir mal vor, also sie kommt dann nach Hause und ihr ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich bin selber, als ich noch jung war, relativ sexy rumgelaufen und hatte keine Ahnung, welche Signale ich damit sende und habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und ich kann davon nur abraten und finde es auch nicht verantwortungsbewusst, so umzugehen. Das gehört ins Schlafzimmer. Das kannst du im Schlafzimmer. Okay, also. Hat sie, finde ich, nicht Unrecht in dem, was sie sagt, ne? Sicherlich stimmen ihre Ansichten, aber ich finde, es kommt ja auch auf die Situation drauf an. Also ich würde jetzt, sage ich mal, nicht nackig durch die Stadt laufen. Es kommt ja auf die Situation drauf an. Naja, nicht nackig durch die Stadt, aber du sitzt hier natürlich auch für jeden Moment. Du sitzt ja hier für jeden sichtbar. Also ein Gang durch die Stadt, da sehen dich weniger Menschen als jetzt gerade. Genau. Das musst du wissen. Ja, gut, aber ich weiß nicht, ich finde, nur weil ich mich jetzt sexy präsentiere, bin ich kein schlechtes Vorbild. Ich würde mich, wenn mein Kind da ist, ich kümmere mich drum, ich bringe es in die Kita und man redet doch auch drüber. Du lebst es ihr doch genauso vor. Dass, ich meine, klar kannst du dich auch sexy finden, aber ich finde, das gehört ins Schlafzimmer. Du lebst ihr vor, dass es okay ist, sich so zu kleiden und sie denkt, das ist in Ordnung. So muss ich mich kleiden, um anerkannt zu werden und sie macht das dir nach und ihr passiert was. Oder
Also ich finde das Argument, was ich gut finde, ist, wie du das Argument aufbaust. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, weil von der Warte betrachtet, muss man sagen, stimmt. Weil du bist natürlich als werdende Mutter eine Vorbildfunktion oder hast eine Vorbildfunktion. Ne? Und da muss man natürlich auch wirklich drüber nachdenken, welche, wie sie sagte, welche Signale will man eigentlich setzen. Und das sind natürlich freizügige Signale, ganz klar. Ne? Hast du denn, wenn dein Kind dann erstmal... jetzt habe ich es ja eben schon angesprochen. Was willst du denn, Mädchen oder Junge? Ein Junge. Ein Junge, ist ja nochmal wieder eine andere Thematik. Hast du dir denn für dich als Mutter was vorgenommen, was du deinem Sohn vorleben willst? Also für mich ist wichtig, dass ich meine Ausbildung weiterhin mache und zu Ende bringe, dass mein Kind auch sieht, Schule, Ausbildung ist wichtig, dass man arbeiten gehen muss für sein Geld. Und das ist wichtig, ja, was und halt Erziehung. Was macht Kauffrau für Bürokommunikation im öffentlichen Dienst? Okay, dein Freund, bist du oder Vater des Kindes, bist du mit dem noch zusammen? Ich bin Single. Du bist Single. Okay, und deine Eltern, was denkst du, wie würden die da so drüber urteilen? Keine Ahnung, wir haben keinerlei auch Kontakt. Auch keinen Kontakt. Aber das ist blöd, das heißt, du stehst als werdende Mutter bald auch ziemlich alleine in der ganzen Sache da. Ich stehe auf eigenen Füßen. Das ist eine hohe, große Herausforderung. Wünsche ich dir ganz viel Kraft, dass du das gut meisterst. Hast du jemanden, der dir ein bisschen unter die Arme greifen kann? Ich habe meine Freunde, die unterstützen mich, wo sie können. Okay. Selina ist mein nächster Gast. Sie sagt, also schickes Anziehen ist ganz wichtig, aber sexy, ja, ist ein schmaler Grat. Und sie findet, übertreiben darf man dann gar keinen Fall. Herzlich willkommen, Selina. Hi. Hallo. Ich finde dich schon sexy angezogen, aber nicht nackt. Aber genau, das ist der Unterschied. Man kann sich sexy anziehen, aber man muss sich nicht nackt im Fernsehen präsentieren. Nackt und hochschwanger? Schwanger, ich finde, ich stehe auch zu meinem Bauch. Das ist also interessant, weil wir haben ja so ein bisschen auch über Vorbildfunktionen und so weiter gesprochen. Ist das für dich ein Unterschied, wenn es um die Frage geht, ob man sich nackt präsentiert, ob man schwanger ist oder nicht? Schwanger hat damit eigentlich nichts zu tun. Ich würde mich trotzdem nicht im Fernsehen hinsetzen mit Unterwäsche, dass mich tausende von Leuten sehen. Ob ich jetzt im Schwimmbad gehe, da sehen mich hunderte Leute. Ich meine, die laufen alle dann so rum wie ich. Aber im Fernsehen läuft nicht jeder nackt rum oder in Unterwäsche. Also das ist für dich keine Frage des Schwangerseins, sondern ganz allgemein. Deine Mutter, was hättest du gemacht, wenn deine Mutter zu aufreizend rumgerannt wäre? Ich hätte mich in Grund und Boden geschämt, glaube ich. Ja? Ja, doch schon. Also ich habe eine zweijährige Tochter, für die muss ich ein Vorbild sein. Die geht in den Kindergarten. Wenn mich da jetzt die Erzieher sehen würden im Fernsehen, wenn ich mit Unterwäsche, so wie sie jetzt hier sitze, vielleicht sagen da auch die Eltern dann von den anderen Kindern, die dürfen nicht mit meiner Tochter spielen, weil ich einfach zu aufreizend aussehe. Ja. Okay, das ist natürlich so eine Sache. Jetzt hast du ja gerade gesagt, naja, man wird sich ja wahrscheinlich gar nicht so, wenn das Kind dann da ist, ändern in seiner Meinung. Das glaube ich übrigens, tut man doch. Ich glaube, man ändert eine ganze Ecke. Ja. Bis kurz vor der Geburt denkt man immer, man hält an bestimmten Werten fest, die sich völlig neu definieren, wenn die Kinder auf einmal da sind, ja, oder? Ja, das ganze Leben ändert sich einfach, wenn die Kinder da sind. Man hat Verantwortung, was man vorher nur für sich alleine hatte und nie für ein Kind irgendwie alleine hatte. Okay, ich bin jetzt auch noch mit dem Vater von dem Kind zusammen. Kann eine Mama sexy sein? Eine Mama kann sexy sein, klar, aber sie muss sich nicht dafür ausziehen. Mhm, also das gehört nach Hause, ins Bett, zu meinem Mann oder zu den Freund und dann ist gut. Okay. Aber nicht ins Fernsehen. Was sagst du dazu, Angie, wenn du das hörst? Also finde ich Quatsch, weil dann müssten sich die ganzen Models, die schwanger werden, beruflich gesehen ja dann auch einschränken und sagen, tschüss, ich nagel meinen Job jetzt irgendwo hin und bleib zu Hause und versteck mich und murmel mich ein bis oben hin. Das sind aber Models, das ist der Unterschied. Aber du bist eine normale Person, du bist kein Model. Du bist in keiner Zeitung zu sehen, du bist nirgendwo zu sehen. Weißt du, was ich privat schon gemacht habe? Ja, aber der privat. Ein Model ist ja eine berufliche Facette. Ja, und ich mache beruflich auch noch andere Sachen. Also von daher gehört das dazu. Aber welche Models zeigen sich denn jetzt unbedingt so richtig nackt? Naja, nicht nur Models, auch Stars. Shakira zum Beispiel. Shakira, beste Beispiel, die hat sich vor kurzem getwittert gerade, stimmt. Die hat, glaube ich, ganz viele Bilder auch rausgetwittert, ne? Schwanger, stimmt. Genau. Okay, ich komme gleich zu euch. Ich hole erst meinen nächsten Gast, das ist die Gilda. Und sie hat, warte mal, wie viele Kinder? 5 sogar, ne? Und sagt, sie fühlt sich trotzdem richtig sexy. Das eine und das andere gehört immer zusammen, Kinder und Sexy. Ich bin 55, ich habe 5 Kinder, bin aber noch eine totale Granate. Herzlich willkommen, Gilda! Opern Gangnam Star! Oh, Gilda, herzlich willkommen.
willkommen. Herzlich willkommen. Du traust dich was, möchte ich mal sagen. Du bist 55 Jahre und, ja, und fünffache Mama. Ja. Du merkst, es gibt hier nicht nur... Es gibt hier nicht nur Befürworter. Also der Erik hier... Ich renne hier gleich schreiend aus dem Saal, raus. Warum? Herrschaften, wie könnt ihr euch so produzieren? Guckt euch mal in den Spiegel an, macht doch mal die Kamera da an und den Monitor, dass die Frau guckt, wie sie aussieht. Schämt euch! Wie tut ihr euch? Sie sind doch bestimmt ein gläubiger Mensch. Sie sind in dem Alter, wo man schon einen gewissen Glauben hat. Und also der Papst würde schreien aus dem Vatikan rennen, wenn er sehen würde, was seine Schäfchen tragen. Ja, aber der Papst will auch nicht unbedingt, dass man verhütet und abtreibt, ja, und so. Sicher, ist so eine klar. Sache. Ne? Aber das ist schon eine Katastrophe. Ne? Die Kirche schreibt einem vor, ein Leben zu führen, ein dinges Leben, gepflegt, Ding und Äußeres waren. Und da wird hier da alles hingepflanscht. Also, guck mal hier, da Tattoos und Hängetitten. Und, oh, mir wird schlecht, ich brauche Cognac. Richtig. Der Papst sagt auch nicht trinken Cognac, nur weil Nein. du eine nackte Frau siehst. So schlimm ich brauche jetzt einen Cognac beim Anblick. Okay, Cognac habe ich gerade nicht auf der Hand, aber ich würde gerne von dir wissen, Gilda, du sagst, du stehst zu deinem Körper und ja, du fühlst dich sexy und wohl in deiner Haut. Ja. Ja, fünf Kinder. Ja. Findest du nicht, dass eine Mutter vielleicht doch etwas zurückhaltender sein sollte in ihrer Art, sich zu präsentieren? Ja, ich habe es auch versucht, dagegen anzukämpfen, aber meine Kinder haben drauf bestanden, meine Kinder haben mich hier angemeldet. Ehrlich, ja? Ja. Also das heißt, deine Kinder stehen zu dir, sind stolz, ja, auf dich? Ja. Jetzt ganz ehrlich, du bist ja reingekommen. Ich muss dazu sagen, Britt, ich habe bis vor knapp 12 Monaten auch 125 Kilo auf die Waage gebracht. Okay. Bin jetzt runter auf 77. Wow, das ist aber wirklich großartig. Ja. Das heißt, du hast im Grunde ein völlig neues Körpergefühl bekommen, ja? Ja. Mhm. Ja. Wenn du jetzt, du hast ja gemerkt, es gab auch durchaus ein paar kritische Stimmen, die hier gerade aus dem Publikum kamen, als du reinkamst. Ja. Ist es dann so, dass man in dem Moment denkt, oh, ich hätte es doch lieber nicht gemacht? Nein. Und du stehst voll zu dem? Ich stehe dazu. Super. Das war bringt, ja, das ist einfach so. Das ist gut. Ich finde das gut. Man muss das ja auch aushalten, dass man merkt, nicht jeder findet gut, was man macht. Und trotzdem dazu zu stehen. Ja? Ja. Trotzdem, auch ich stelle mir die Frage, ich habe selber zwei Kinder und denke auch immer darüber nach, gerade in meinem Beruf passiert das mal so, dass man auch so Angebote kriegt, willst du nicht mal Fotos machen oder irgendwie so, wo ich komisch sage, wenn man Kinder bekommen hat, ändert sich tatsächlich so ein bisschen die Sicht auf diese Dinge. Also man wird spießiger eigentlich, finde ich. Ja, ich wenn bin die Kinder denn. Geworden. Ja, okay. Aber Britt, du wirst es anders sehen, wenn deine Kinder aus dem Haus sind. Meine älteste Tochter ist 32, meine jüngste 22, die anderen liegen dazwischen. Die führen ihr eigenes Leben. Ja. Und meine Kinder, ich habe sie eigentlich eine ganze Weile nicht gesehen durch meine Arbeit. Meine Kinder gehen alle arbeiten, die stehen alle mit beiden Beinen fest im Leben, haben ihr Leben voll im Griff, leben in einer Partnerschaft. Seit einem halben Jahr bin ich stolze Oma. Von einem Enkelsohn. Ja, gratuliere ich dir. Aber was motiviert dich denn? Also warum sagst du, das sind ja alles tolle Referenzgeschichten, die du erzählst. Ja. Und da kannst du sehr stolz sein. Aber wieso kommt dann trotzdem der Wunsch zu sagen, ich will mich einfach von einer nackten Seite zeigen? Ja, ich meine, auch wenn man 55 ist, man muss sich doch nicht einbuddeln. Nein, bitte nein. Also. Aber weißt du die Bestätigung von deinem Mann zu Hause nicht? Oder brauchst du unbedingt die Bestätigung jetzt von anderen? Also ich, ganz ehrlich, ich gucke öfter mal hier die Sendung und finde es nicht sehr schön. Ich meine, das ehrt dich wirklich, dass du so viel abgenommen hast. Und ich kann es auch verstehen, dass du dich jetzt besser fühlst. Aber musst du dich dafür jetzt extra im Fernsehen präsentieren? Ich meine, als der Mann zu Hause, reicht es dir nicht? Oder ich weiß ja nicht, ob... Also du meinst, es ist sozusagen ein Buhlen um Aufmerksamkeit? Würdest du das so sagen? Ja. Ist es das? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich meine einfach, sie ist stolz drauf, dass sie so viel Kilos abgenommen hat und möchte einfach ihr Selbstbewusstsein ein bisschen stärken, denke ich. Ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, da fortzusitzen. Für mich käme das überhaupt nicht in Frage. Okay. Ich habe auch vier Kinder. Aber stärkt man sein Selbstbewusstsein? Weil ich überlege jetzt nämlich auch, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt da sitzen müsste, nur in meiner Unterwäsche bekleidet? Ich weiß gar nicht, du musst ja ein Wahnsinns Selbstbewusstsein haben, um das durchzuziehen. Das hat man. Genau. Ich habe vor 10 Jahren habe ich 35 Kilo abgenommen. Die sind leider jetzt wieder drauf. Und ich hatte da ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Ist es so, ja. Und wenn sie sagt, sie hatte 125 Kilo und hat jetzt 77, dann kann ich sie unterstützen. Okay. Wie ist es mit den Männern? Sag mal, darf man auch als Mutter, als Vorbildfunktion, die man ja auch hat, darf man dann sexy sein und darf man auch ganz wüst leben? Eine Freundin oder Bekannte von dir hat ständig andere Typen am Start. Sie hat wirklich ihren Ruf weg als Dorfmatratze. Das ist total peinlich. Du würdest ihr gerne mal sagen, dass sie ihren Ruf ein bisschen wieder aufpolieren soll und aufhören soll, ständig die Kerle durch ihr Bett zu schleusen. Schick mir eine SMS an die 0176 3x1 66 700. Mein Thema demnächst. Billigangebot. Dich kann doch jeder haben.
Darf man auch als Mutter, als Vorbildfunktion, die man ja auch hat, darf man dann sexy sein und darf man auch ganz wüst leben? Ja, was heißt wüst leben? Ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ich würde auch nicht, also absolut nicht, mit jedem Typen in die Kiste hopsen. Ich fühle mich geehrt, wenn sie mich anmachen. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Chatfreund. Bist du in einer Beziehung? Offensichtlich nicht. Nein, nein, okay. Ich lebe seit 24 Monaten getrennt. Mhm. Und fühle mich seitdem halt noch besser, ja, oh, weil und so weiter und so fort. Aber man fühlt sich halt geehrt, wenn man gerade von jüngeren Männern angesprochen wird. Also das heißt, junge Männer reagieren auf dich? Ja. Wie, ja. Alt, wie viel jünger sind die als du? Also der Jüngste, der jetzt schon seit, naja, einem guten halben Jahr über einen Chat, der ist wirklich echt 24. Und er lässt nicht locker. Er lässt nicht locker, echt. Ich denke mir, das pimpt das Ego ganz gehörig, oder? Ja, ist so. Ist so. Ja. Bist du denn noch jemand, der dann durchaus sich auf sexuelle Abenteuer mit anderen Männern einlässt? Nein. Gar nicht. Aber nicht mit, solchen jungen Männern. Nein, aber ganz allgemein? Weiß ich nicht. Also eher weniger. Also, du lebst schon, also du flirtest, aber lebst eigentlich verhalten, ja? Genau. Darf eine Mutter, also gesetzt im Fall, sie hat den festen Partner nicht mehr, darf eine Mutter eigentlich sexuell frei und auch mit wechselndem Partner leben oder muss die immer sehr gerade? Ich habe mich versucht einzuigeln, ich habe mich versucht einzusperren. Meine Kinder waren, die mich geweckt haben. Meine Kinder haben mich halt aus diesem Schlaf geweckt und haben gesagt, Mutsch, du bist halt erst 55, Mutsch, du musst dich nicht. Süß. Ja, Mutsch, sagen sie alle. Ja. Eine Tochter sitzt zum Beispiel hier mit im Studio. Wo ist sie? Wo ist sie? Das ist die Melanie. Die Mutsch da, ne? Ja. Und stolz auf die Mutsch? Ja, ich bin sehr stolz auf meine Mutsch. Okay, schön. Ja, und ihr habt sie alle motiviert? Ja. Ja, aber warum? Also das Risiko ist ja auch relativ hoch, dass sie unter Umständen Häme kassiert. Habt ihr nicht Sorge gehabt, dass ihr sie vielleicht in eine Richtung motiviert, die sich nach hinten, also die sich sozusagen in die falsche Richtung entwickelt? Nein. Nein? Nein. Aber zum Beispiel hier, ne, der Erik, der war ja schon sehr streng gerade. Ne? Ja, aber das war auch sehr fies, was da... Aber guck mal, deine Mutter, die macht sich zum Gespött der Menschheit. Ne? Ich weiß nicht, ihr lebt hier in einem Dorf oder in der Stadt. Die macht sich zum Gespött der Menschheit. Ne? Das zieht, das Image kriegt ihr jetzt nie mehr los. Da sagt ihr, ah, ich hab dich im Fernsehen gesehen. Ja, Gott, das kommt darauf an, wie lange, wie weit du mit der Glocke rumläufst. Darauf kommt es an. Wie bitte? Es kommt darauf an, wie weit du mit der Glocke rumläufst. Ja, aber da braucht man nicht noch halt ganz nackt da rum. Ja, ich würde auch nicht so rumlaufen wie du. Und so weiter. So. Stop, aber dann frage ich ganz konkret, eine Frau, wie viel Sexappeal darf eine Frau denn an den Tag legen? Sagen wir mal, so wie man es noch angucken kann, ne? das muss doch ästhetisch wirken und so weiter. Darf eine Frau ihr Dekolleté zeigen, also tiefen Ausschnitt tragen? Dekolleté, kurze Hosen? Nur bis zum gewissen Grad, ne? Weil sonst ist es... Das ist, Maximum. Ist das zu viel? Das ist Maximum. Das Maximum. Okay. Also ich muss sagen, ich bewundere das, wie die Damen sich da trauen, sich zu präsentieren. Mhm. Und ich muss sagen, offener Umgang mit der Sexualität, mit dem Körper, warum nicht? Ist okay. Doch in Ordnung, wenn die sich das trauen. Und der Herr hier vor mir, ich sag mal, ja, Sie müssten sich dann auch mal so präsentieren. Ich? Ja, natürlich. Sie, sonst können... Ich hab auch 130 Kilo und tu hier nicht genau, tragen, genau, und dann könnte ich ja jetzt über Sie auch lästern. Ich bin auf meine Kilos. Ne? Ja. Ja, und, aber ich meine, ich würde mich doch nicht bis auf den Slip ausziehen und sagen, hey, guck mal, wie geil. Das ist doch Ihre Sache. Ja, Erik, vielleicht wäre das mal eine Maßnahme. Dann mal gucken, wie sich das so anfühlt. Soll ich mir jetzt ein paar Silikonis kaufen? Nee, das lassen wir mal einfach sein. Ich hole mal Doris dazu. Ich komme gleich noch zu dir. Ich hole erst die Doris dazu, denn sie sagt, sexy geht eben auch angezogen. Ne? Und ich glaube, da ist sie ja mit dir wieder voll auf einer Linie. Ja. Herzlich willkommen, Doris! An alle Mütter da draußen, so schlampig rumlaufen muss keiner haben. Eure Titten und Ärsche will doch keiner sehen. Hi, Doris. Gilda, Darf ich ganz vorher auch mal was sagen? Na, aber klar. Du hast doch ein ganz anderes Problem. Ich habe gar kein Problem. Aber ganz sicher. Du suchst krampfhaft die Aufmerksamkeit. Ja, brauch ich nicht. Und versuchst alles und denkst, das wäre so. Nee. Und für dich, ich habe eben gehört, dass du alleinerziehende Mutter wirst. Ja. Quasi. Glaubst du, dass du jemanden Ernsthaftes findest? Ja. Wenn du dich so präsentierst, glaubst du nicht, dass er oberflächlicher ist, als wie im normalen Leben, wenn du sagst, okay, ich suche jemanden, der mich mag? Heißt doch nicht, dass ich mich auf jemanden Oberflächliches einlasse. Ja, aber du rufst nach denen.
Du rufst nach Männern, die oberflächlich sind. Sexy geht auch angezogen. Also ich habe bis jetzt noch keinen Mann kennengelernt, der oberflächlich ist. Eine Frage. Es geht ja auch immer so ein bisschen darum, eine Mutter hat automatisch doch etwas strengere Regularien als eine Nichtmutter. Ich glaube, das kann ich schon so raushören. Ne? Ja, absolut. Okay. Ist so. Also die Kinder schämen sich auch. Meine 11-jährige Tochter würde sich schämen. Ja. Also. Verstehe ich. Zur Nummer 1 da. Angie? Wenn ihr Sohn jetzt in meinem Alter oder etwas jünger wäre, sag mal 12, 13, dann ist die Mama ja sowieso total peinlich und ich weiß nicht. Du meinst, wenn man pubertär ist, dann genau, findet man seine Eltern wenn man total pubertär ist und Mama ist ja sowieso, oh mein Gott, die ist peinlich, schon wenn die in die Schule kommt oder sowas. Und wenn dann jemand irgendwie sie bei YouTube sieht oder sowas, wie sitzt ihr Kind dann in der Schule da, wenn so ein Video rumgeschickt wird, dass sie hier halt nackt bei Britt im Fernsehen sitzen? Also ich denke mal, es kommt doch erstmal auf die Erziehung drauf an vom Kind, wie es drauf reagiert und ob man über so eine Sachen auch spricht. Ich sag mal, würde mein Kind, wenn es auf der Welt ist, noch ist es nicht da, sagen würde, pass auf, du Mutti, das würde ich scheiße finden, würde ich auch sagen, gut, okay, dann lassen wir das. Aber ich meine, ich verstecke mich nicht für meinen Körper, für nichts, wozu? Mhm. Ja, das ist immer auch so. Auch nicht für ihr Kind? Also das nur des Kindeswohl. An dem Punkt sollte man da Verantwortung übernehmen. Wenn es 20, wie bei der jungen Dame Nummer 3, wenn es 20, 30, 40, dann spielt es ja keine Rolle. Dann können sie das ja machen. Aber doch nicht, wenn ihr Kind noch nicht da ist. Also ist ein bisschen das Argument, dass man immer Gefahr läuft, die Kinder in eine peinliche Situation zu bringen, weil man sich selber zu freizügig gibt. Wenn ich 12 jetzt noch wäre, ich würde sagen, Mama, was machst du da? Ich würde in eine andere Stadt ziehen. Ich würde weg. Angie, du bist ja nicht mehr mit dem Erzeuger deines Kindes zusammen, hast aber durchaus auch noch sexuelle Partner, ne? Also ich habe einen festen Sexpartner, sagen wir es mal so. Aber kein Freund? Nein. Also eine Affäre, sagen wir mal eine Affäre. Ist das jetzt okay als angehende, werdende Mama? Darf man das so? Eine Affäre? Ist das schlimm? Oder? Eine Affäre hin oder her, es geht ja um... Man kann auch angezogen sexy sein, wie schon erwähnt. Ja, es geht jetzt um Sex. Wir reden eben nicht nur über sexy. Jetzt reden wir wirklich über Sex. Darf eine werdende Mutter mit einem anderen Mann außer dem Erzeuger des Kindes noch schlafen? Wenn sie das unbedingt möchte, ist okay. Wenn der Partner nicht mehr da ist, ist okay. Lass sie das machen. Aber wie gesagt, angezogen kann auch Sex, also sexy kann auch angezogen sein. Ich finde sogar sexy ist meistens angezogen viel besser. Genau, Nummer 4 kann das am besten sein. Komm euch rein. Ja. Okay, danke. Also... Das finde ich auch noch, wenn du dein Kind hast, mit dem du jetzt Sex hast. Wir wollen keine Beziehung. Ja, aber bleibt ihr trotzdem noch sexuell? Ja. Das meine ich. Gut, weil danach hängt es ja auch so ein bisschen, es bleibt dir nicht mehr alles direkt straff von Anfang an, das muss man sich ja alles erstmal wieder erarbeiten. Ja gut, aber das ist ja jedem seine Sache. Ja, ja. Das, wie mit wem du Sex hast und mit wem du wechselst, ist deine Sache. Ja, in dem Moment Sache. Ist das wirklich so, ist das wirklich so, Doris? Weil ich frage mich das, wenn ich über meine eigenen Schwangerschaften nachdenke, ich hatte ja nun meinen Ehemann an meiner Seite, das Thema war nicht das. Aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich als angehende Alleinerziehende gewesen wäre. Ich hätte, glaube ich, Hemmung gehabt, irgendeinen fremden Mann. Du wärst noch nicht ins Fernsehen gegangen und hättest... Das ist ja kein fremder Mann. Also von der Warte her, wir kennen uns schon sehr lange. Wir waren auch schon mal in einer Beziehung. Und ich würde jetzt nicht mit einem wildfremden ins Bett gehen. Also oder das heißt, den hast du aus anderen Zeiten sozusagen schon mit eingeschleppt. Genau, und der unterstützt mich jetzt auch. Und vielleicht wird auch noch mal was draus. Also ein freundschaftliches Verhältnis. Genau. Okay, weil zum Beispiel ein One-Night-Stand, ich finde, ich kann mir nicht helfen. Irgendwie hätte ich immer das Gefühl, eine schwangere Frau, die einen One-Night-Stand in der Haus nimmt, ich fände es schlampig. Ich kann mir da einfach nicht helfen. Ja. Ich weiß nicht, warum. Also, weiß ich auch Gefahr. Ich laufe mit sicher Gefahr, einigen Damen auf den Schlips zu treten, meine ich gar nicht böse, aber das ist meine ganz persönliche Haltung zur Sache. Ne?